Das Prinzip Bewegungsfluss. Im Gegensatz zu vielen anderen Trainingsarten fließen Bewegung und Atmung harmonisch miteinander in einem Rhythmus zusammen. Dadurch werden die Bewegungen geschmeidig und die Verletzungsgefahr wird verringert. Dazu machen wir jetzt gemeinsam ein Beispiel. Leg dich auf deinen Rücken. Heb Kopf und Schultern vom Boden ab. Bring die Beine nach oben. Beide Hände an dein rechtes Bein. Atme ein. Ausatmen, senk das linke Bein ab. Einatmen, wieder zurückholen. Ausatmen, Seite wechseln. Einatmen und ausatmen. Immer in deinem eigenen Atemrhythmus, sodass Bewegung und Atmung eins miteinander werden. Ein und aus. Ein letztes Mal. Einatmen und ausatmen. Roll dich langsam auf den Rücken ab. Stell deine Beine auf und komm über die Seite nach oben zum Sitzen. Das war das Prinzip Bewegungsfluss. Schön, dass du noch dabei bist. Willkommen beim sechsten und letzten Prinzip der Kontrolle.